Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Clips mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir haben sie wieder alle am Start. Ninja, Tfue, Deguan und so weiter. Paar legendäre Kills dabei, wirklich, die jetzt schon brutal krass sind. Also jetzt, wir fangen jetzt mal an mit Ninja. Der erste Kill, sensationell. Zieht euch das Ding mal rein, Leute, wirklich hier. Ich liebe ja diese Ice Trap Slides, ja. Das, was er hier gebracht hat, hat er unten durchs Holz durchgeguckt, ne? Und jetzt zieht euch das rein. Dieser Kill ist legendär, jetzt schon legendär. Alter, was ein sensationeller Kill. Ja, so kann das aussehen, wenn man das richtig gut drauf hat. Ja, ich habe was anderes gesehen heute, wie man es nicht macht. Ja, guckt euch das jetzt mal an. Also im Vergleich zu Ninja. Hier wird jetzt auch versucht, ja, die Ice Trap zu benutzen. Ja, das hätte ich sein können. Okay, also. Jetzt wird erstmal überlegt. This is fine. So, ja. Holy shit! No! I'm back to rotate! Rotate! Sie konnte sich noch retten. Sie kann sich noch retten. Sie kann sich noch retten. Aber jetzt. Aber jetzt. Sensationell! Also, das war jetzt das krasse Gegenteil zu ja, Ninja. Oh, sorry, sorry. Oh, mein Liebling wieder. Deguan! Got another route, buddy. Das ist so geil. So. No! So. Und der Typ ist ziemlich hart. Stop it! Just die! Just die! Come here! You can't run away from me! You're gonna die! There's nothing you can do about it! Except you're doomed! I hit him! You saw the... Take one, Mr. Hammer. This game's doo-doo. Oh, shit! Jetzt kriegt er noch die Hits ab. Get away from me. Oh, my God. Die already, you fat hooligan. Mega geil, so witzig. Ich hasse ja eigentlich Leute, die einem so übel hinterher machen, ne? Also habe ich heute auch ein paar gehabt. Ich freue mich dann immer, wenn die dann irgendwie von jemand anderem gekillt werden. Ja, hier haben wir jetzt mal von dem neuen Spielmodus eine geile Szene. Dieser Disco Fever Party Spielmodus da. So, guckt euch das mal an. So cool irgendwie. Nice. Wie viele da sind. I've got no kill record point. No! Was ist da los? Guckt euch das an. Mein Gott. Oh mein Gott. Skeletons are dead. Crazy. Really crazy. His defaults go on the res on me. What a ledge. There's so many down people. Come on, he's got it. 2 seconds. No. Yes! No! Yes, I'm trying! Mega, mega, mega nice. Das sind doch Szenen. Ah, das ist cool. Macht Spaß auf jeden Fall, sich die anzuschauen. So, jetzt kommen wir zu... Ja... dem God of Snipe,
TFU. Und schauen wir uns mal. Also TFU heute für mich der Oberknaller. Also was der heute auch wieder für Dinge gebracht hat. Wobei der Kill von Ninja vorhin war auch geil. Also, aber das hier ist auch mega nice. So. Und jetzt müsst ihr euch, das müsst ihr euch echt mal reinziehen. Der Typ, der spammt jetzt die ganze Zeit, ne? Und was macht TFU? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So, zieht euch das mal rein. Ich mach das mal extra auf langsam, weil das war jetzt so schnell gewesen, dass das ist unfassbar, ja, wie das jetzt gelaufen ist hier. So, gehen wir da mal ein Stückchen zurück. So, der Typ spammt ohne Ende. Und jetzt, bam! In dem Moment, wo er die Wand weggeschossen hatte oder irgendwie dadurch, ich habe keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Ich weiß es nicht. Wie hat er den bekommen? Das ist so unfassbar. Das möchte ich auch gerne können. Mann, Hammer. Bruder, also das, dieser Kill ist unfassbar. Ich kann das kaum glauben, ey. Das ist Wahnsinn. So, dann kommen wir nochmal zu Ninja. Gucken wir uns nochmal eine Szene von Ninja an. Ja, Ninja macht hier den Jump'n'Run Parcours. Und das macht mich ein bisschen glücklich, weil ich bin nicht der Einzige, scheinbar, der dabei auch mal verkackt. Ich hasse diese Jump'n'Run Parcours. Das ist echt, also es gibt kaum eine schlimmere Aufgabe als das. Aber wenn man sieht, dass auch Ninja damit Probleme hat. So, jetzt kommen wir nochmal zu unserem Dequan. Fuck, bro! Das ist einfach nur witzig. Come on! So many people! Oh my god, I didn't do that one! I didn't do that one! I did it! Mom! Komm her, Mom! Er regt sich schön auf. Mom! Mom! I didn't do that one! Look at... Oh my god! Dequan! Ich lieb den dafür. He's streaming right now! He has over 20,000 viewers, Mom! Get the camera! Mom! Mom! Mom, it's dead! Hey, Mom, thanks! Take a screenshot! Put it on Snapchat! Oh my god! Oh my god, Mom! Mom! Come here! Mom, you're not proud of me? You're not? Ist das witzig? Also heute sind so witzige Sachen dazwischen. Ich könnte mich wirklich hier... Das ist so geil. Aber mega nice. Dequan, I love you, man. I love you. Jetzt... Also das hier war auch ein krasses Ding von TFU wieder. Ja, zieht euch den mal rein, hier den Clip. Hammer. So, und jetzt wird die Zone wirklich klein. Sie wird richtig, richtig klein. Das ist unglaublich. Er allein jetzt noch hier. Wahnsinn. Crazy. So, und jetzt ist es eigentlich rum. Guckt's euch an. 10er Ticks. Man müsste eigentlich jetzt denken, er heilt sich nochmal kurz hoch. Jetzt hat er nur noch 40, 30, 20, 10, 4. Und er hat's geschafft. I should be dead, bro. I looked down, bro, and I saw a campfire. I was like, dude, I can't outheal this. Er hatte einfach ein Campfire da unten gesehen und dann hat er, man hat ja zum Schluss gesehen, dass da die Leben dann nicht mehr mit 10er Ticks runtergegangen sind.
Und es ist unfassbar. Dieser Kill ist auch einfach unfassbar. Also unglaublich. Wahnsinn, Tiffu. Wahnsinn, wirklich. Und hier, also das Ding, was er hier bringt, ja, Leute, the Godfather of Snipe Man. Tiffu is my Godfather of Snipe Man. Crazy, zieht euch das hier rein, was hier wieder passiert ist. Unglaublich, unglaublich. Bam, Nummer 1. Bam, Nummer 2. Alter. Bam, thank Nummer 3. My fucking aim works, dude. I'm actually not a bot. Was war das? 3 Schüsse. 3 Hits. 3 Kills. Mann! Und Alter, und dass die standen da nicht einfach nur rum, ne? Also das muss man auch mal dazu sagen. Das waren richtig kranke Snipes. Ey, das ist. Ich kann. Ist unfassbar. Ich verneige mich. Ich verneige mich vor dir, my Godfather of Snipe. Tiffu. Unglaubliches Ding. Ja, und irgendwie hat er dann wohl auch hier. Ja, ist jetzt wohl die Nummer 1 der Welt geworden. Und jetzt schauen wir mal seine Reaktionen darauf und die seines Vaters. Da gibt es 2 Clips dazu. Und ich muss sagen, hochverdient, hochverdient, wirklich, nach dem, was man da auch wieder gesehen hat, ja, was hier passiert. Shit. Tiffu. Number one. Congrats, man. Congrats. Oh my god. Komm, ich kuschen. Da draußen wird gefeiert. Wahnsinn. Toll. Ich hoffe, dass ich sowas irgendwann auch mal beim Herrn Sofort habe. Würde ich mir wünschen, er haut auch solche Dinge raus. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt auch so ein. Er hat jetzt auch so ein High-Kill-Gameplay wieder gemacht. Das haben wir beide zusammen kommentiert. Verlinke ich hier ans Ende dieses Videos. Der Junge ist auch mega stark geworden im Spiel. Und würde auch gern irgendwann bei solchen internationalen Turnieren oder so mitmachen. Ja, jetzt gucken wir uns hier an, wie es weitergeht. Wins to win. Sein Vater. When he was playing solo, so I'm gonna make him number one in the world, 146 million, 2 times. And oh yeah, baby, I love it! I love it! Number one in the world! Number one in the world! Gibt doch nichts Cooleres als ein Vater, der stolz auf seinen Sohn ist. Geht mir genauso. Herr Sofort, I love you, man. Ja. Auch ganz stolzer Papa ich bin. So, ja, das waren hier die Clips von heute. Hammer Szenen dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dann läutet auch die Glocke. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Clips mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.